Mein Name ist Helga Simon und seit 2015 arbeite ich mit an der Kolumne Übrigens. Und jetzt lese ich Ihnen vor Verbrochene Kanje. Wenn man jetzt im Herbst beim Doktor im Wartezimmer hockt, wird es einem nicht langweilig. Da hocke die, die immer da hocke. Und die freue sich wie ein Schneekönig, wenn ein Bekannter reinkommt, dem sie ihr Leid klare kenne. Ich kann doch nur staunen, was die all für Krankheiten habe. Der eine kann nicht laufen, der andere hat es mit dem Magen oder mit dem Kreuz, ein anderen steckt er bis quer oder hat ein flotter Otto, wieder ein anderen ist verkält und gauzt wie ein Hund und einem anderen läuft die Nase wie ein Brünsche. Mir hört auch viel von Gicht, Arthrose und Rheumatismus. Früher hat mir im Rheingau Gazegischtendode zugesagt. Und was die Leute all schon für Ersatzteile habe. Jeder Zweite war in der Reha, hat ein neues Knie, ein neues Hüftgelenk oder ein neues Herzklapp. Manch einer hat auch das starke Storre gerät. Wenn mich einer fragt, wie mir's geht, halte ich mich an das alte Sprichwort und gebe zur Antwort: Schlechte Leid geht's immer gut. Was hätte ich denn davon, wenn ich mein ganze Wehwehchen aufzähle tät? Also tät ich ja gar nicht fertig werden. Und vielleicht kriegst ich es am Ende noch gegönnt. Alt werden ist nichts für Feiglinge. Mit dem Spruch hatte Blecki 100% recht. Nämlich, wenn man älter wird, kriegt man öfter mal Maläste. Und es gibt immer was zu krächzen. Was man im Alter kriegt, das wird man so schnell nicht mehr los. Man muss nur immer auf seinen Blutdruck achten, dass man nicht am Ende noch einen Schlag mit dem Wichsbecht kriegt. Aber man darf sich nicht unerkriegen lassen. So schnell knippelt sich's nämlich nicht ab. Nur eins ist klar: Wenn's nicht abgeschafft wird, kommen wir auch alle noch dran. Die einen früher, die anderen später. Es geht nicht rein nur. Denen Leute, die dauernd etwas zu krächzen haben, sage ich zum Trost: Hab bloß keine Angst. Verbrochene Kanje hallet längst.